Ja, und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play oder zu meiner Serie Back in Time. Damals letzte Mal bei SNES waren weg von der 16-Bit-Konsole hin zur 8-Bit-Konsole von 1989. Wir spielen Segas Golden Axe. Und zwar spielen wir es blind, da ich den ersten Teil nicht gezockt habe, sondern nur den zweiten Teil. Ja, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ganz quer ein. Da ich immer noch ein bisschen lädiert bin, werde ich hier auf jeden Fall wieder zusehen, dass ich das mir so einfach wie möglich gestalte, damit es für euch so wenig wie möglich langweilig ist. Wir zocken Arcade, Beginner oder Duell. Wir machen mal Beginner und steigen einfach mal drauf ein. Select Player. Tja, wir nehmen den kleinen Zwerg, den Conan-Verschnitt. Oder die hübsche, wenn nehmen wir den Conan-Verschnitt. Und ja, steigen hier mal ein in die Geschichte. Wie gesagt, Teil 1 kenne ich selber noch gar nicht. Golden Axe 2 habe ich mal gezockt, ein, zwei Level. Aber ist der absolute Klassiker, was die Beat'em-up-Spiele betrifft. Und eins der ersten, dächte ich. Oder das erste? Korrigiert mich, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr das besser wisst, ich weiß nicht, ob das jetzt hier genauso ist. Genauso, ich dächte, man muss diese Magieflaschen sammeln und kann dann, je mehr man davon hat, desto mächtiger wird dann der Special-Angriff, den man hat. Genau. Da bin ich hingefallen. Die hübsche rosa Tante hat mich dort einfach mal weggenischelt. Von meinem Tier. Mischung aus Drachen und Vogel. Die Kollegen hier muss ich immer fangen. Und die droppen dann diese Klasse. Oh, jetzt wird's dunkel. Wir wollen nach Turtle Village. Oh, okay. Die zwei Dicken da hinten halten sich erstmal noch raus, so wie ich das sehe. Okay, und dann schmeiße ich mal meinen Trank. Ja, der hat Atomexplosion, was soll ich anderes sagen? Und da waren sie brät. Und damit hat sich das auch schon erledigt. Der kleine widerliche Zwerg klaut mir doch tatsächlich meine schönen Tränke. Obwohl ich ja eigentlich gar keine mehr hatte. Weil ich alle aufgebraucht hatte. Das scheint also so eine Art Minigame zu sein. Zwischen den Leveln und ich habe wieder alles voll. So soll es sein. Bereit für die nächste Atombombe, sage ich da bloß. Wir machen weiter. Oh, wie habe ich das gemacht? Ich will das nochmal machen. Ah, alles klar, ich kann rennen. Ich mag aber, glaube ich, gar nicht so sehr rennen, weil das macht sich mit meinem DualShock-Controller sehr schlecht. Und außerdem renne ich dann nur ins Verderben. Kollegen hier. Total geil sind ja diese, das Aussetzen der Musik für diese Todessequenz. Aber jetzt würde ich Kinder haben, auch wenn das einer sieht. Das wird gleich zensiert wahrscheinlich. Ui. Na sowas, Lady. Genau. Ich würde schon ganz gerne auf den Drachen. Das ist schon ziemlich cool. Das ist auch jetzt mein Drache. Verstehst du das? Kann ich noch mehr von diesen Teilen einsammeln? Man weiß es nicht, ne? Ja, in diesen Tieren, das ist schon ziemlich cool. Also abwechslungsreich auf jeden Fall. Der Drache haut auch richtig rein. Da können die. Na, 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 komm her. Mach dich mal da runter von meinem Tier. Das ist nämlich meiner. Oh, der andere kann schießen. Den will ich die anderen haben. Dann will ich den haben. Ich will den haben. Gib mir den. Na komm. Ach komm. Ach komm. Okay. Tot.
zumindest warst. Jetzt habe ich die auch noch. Ah, komm, komm. Lass den Drachen los jetzt. Ah, ey, das ist, gibt's ja gar nicht. Jetzt gib mal den Drachen her, ja. Der andere kann so irgendwie so toll weit schießen und meiner nicht. Scheiße, jetzt ich wollte den anderen haben. Jetzt kommen diese zwei Bastarde. Ich nehme mal an, der Grüne gibt mir Energie. So vermute ich. Und wir kicken den Kleinen. Er haut die auch nicht, er kickt die nur so. Was sind das eigentlich für Bastarde? Solche kleinen Goblins. Man kriegt auch erstaunlich viel von diesen Tränken. Ich glaube, ich sollte öfters mal einsetzen, wenn es kritisch wird. Wie gesagt, ziemlich unerfahren, was das Spiel betrifft. Oh, herrlich, dem Mädel einfach mal gnadenlos mit dem Knüppel auf den Kopf gehauen oder auf den Rücken. Das sind ja coole Moves. Die Animationen sind schon ziemlich cool. Ja, ich will euch eigentlich nicht hauen, ja. Bam, bam. Herrlich. Ah. Oh ne, komm, jetzt schmeiß ich meine Bombe hier. Die sind mir zu fett. Keine Ahnung, ob die auch noch was Tolles können oder nicht, aber ich habe keine Lust, das rauszufinden. Aber es scheint so, als ob das gespeichert wird, wie viele ich von diesen Kollegen bekomme. Weil normalerweise hätte ich ja, glaube ich, alle verbraten müssen jetzt. Hab aber irgendwie dann doch noch welche übrig gehabt, obwohl ich jetzt meinen Special-Angriff benutzt habe. Gut, man kann ja also auch mehrere gleichzeitig hauen, das geht auch. Und jetzt wird es auch wieder Zeit für meinen Monster-Mega-Super-Special-Move. Atombombe himself. Gut, davon ist er jetzt noch nicht tot gegangen. Okay. Dann schmeiße ich nochmal die kleinen Atombomben hinterher. Davon ist er jetzt auch nicht tot gegangen. Dann schmeiße ich die auch noch hinterher. Ja, okay, also der Onkel da drüben hält schon ein bisschen was aus. Versuchen wir es mal ein bisschen taktischer. Er hat noch gar keine Energieanzeige, also keiner weiß, wie lange der noch lebt. Oh. Da haben wir mal einen mit seiner Axt übergebraten. Und er war tot. Sehr schön. Enjoy the game. After you master this mode, go for more rough, toughen action in the arcade mode. If you're still unsure, more training awaits you here. War's das jetzt, oder? Total score 45. Use player 2, strange 52,5. Ja. Ich bin also Raid A. So viel dazu. Wir schauen auf jeden Fall nächste Runde davon in den Arcade-Mode rein. Und ja, bin gerade etwas überrascht. Ich habe gedacht, es gibt mehr Level oder so, aber anscheinend nicht immer. Ja, nächste Runde schauen wir auf jeden Fall in den Arcade-Mode rein und dann machen wir an der Stelle weiter. In diesem Sinne, reingehauen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zur nächsten Folge. Adieu.